Das hier ist arg ultra realistisch und zusammen mit anderen Spielern bauen wir uns eine Zivilisation auf. So, ich bin jetzt wieder hier oben bei meinem Geysir. Ja, ich denke, hier baue ich hin, weil hier habe ich ein bisschen Wasser, das ist immer ganz nice. Und hier habe ich eine schöne gerade Fläche. Kommt man hier hoch, Blacky? Das mit dem Hoch- und Runterkommen, muss ich mir echt was überlegen, ob ich mir eine Treppe baue hier vor. Ich glaube, das mache ich sogar als erstes. Kann ich sie als Kunden meines Baitverkaufsimperiums anwerben? Tja, da ich erstmal mir einen Weg in mein Haus reinbauen muss, kann ich es gerade noch nicht. Noch nicht, danke. Isarinos, die Farmtür unten. Hier unten steht ein Wolf. Ja, hier unten. Ach, hier, ja, hier baue ich mir jetzt eine Treppe hoch. Ich habe schon eine. Ein Ding. Weil da hoch will ich ja. Da oben baue ich. Gut, ne? War der gute Plan. Aber ich will jetzt erstmal schnell da hochkommen. Wooden Stairs, ja. Ich baue das alles aus Holz. Das war direkt in das Metal reingebaut. So. Okay, das ganze Metal tun wir da rein. Können wir uns schön überladen. Weiß jemand, wofür ich dieses Pure Gold Ore brauche? Danny meinte, das ist Scrap Metal. Hm, aber da müsste ja auch in der normalen Forge umgeschmolzen werden gehen, ne? Ach doch, das ist Scrap Metal. Lul. Ja, sehr gut. Danke, Danny. Cool. Das wird hässlich hier. Oh, da hab ich jetzt aber schön viel Metal. Da brauche ich das andere ja gar nicht durchbrennen. Okay, so, jetzt eine Wand und dann müsste ich das nach oben hinkriegen. Das erste große Hürde ist ja einfach schon mal in meine Base kommen. Hab ich jetzt kein Holz mehr? Ja, tatsächlich. Wir gucken jetzt mal nicht an, wie das aussieht von der Seite. Ich finde, das hat den Preis das hässlichste Bauwerk aller Zeiten verdient. Wenn ich jetzt hier die hinbaue, komme ich auch nicht wieder voran. Oh Gott. Sieht gut aus. Ich hatte erst überlegt, ob ich das Ganze aus Stroh baue. Also seid froh, dass es überhaupt so ist, wie es ist. Ich glaube, die würde ein Parachutenbett nicht schaden. No risk, no fun, Danny. No risk, no fun. Wenn ich hier runterfall, dann habe ich es auch echt verdient zu sterben. Wisst ihr, dass ich jedes Mal, wenn ich hoch und runter will, jetzt diesen Weg hier gehen muss? So. Ich brauche jetzt ganz viel Wände auf jeden Fall. Kann man schon mal auch schön vorcraften. Oh Gott, nein! 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 Neutral, hilf mir! Oh Mann. Danke, dass du dich jetzt auch mal einmischst. Hallo. Nein, ich sterbe. Nein, nein. Oh, um Gottes Willen. Zwei gegen einen ist unfair, ja, aber ich habe weniger Zähne gehabt. Höher, höher, höher. Hoch, hoch, hoch. Sag mal, das ist kein öffentlich zugänglicher Platz, Max, Mann. Das ist nur für mich. Nee, ich muss jetzt bin ich Broken Bones. Ich jetzt hier sterbe, das wäre schon lächerlich. Wirklich. PvE, also am Trinken. Das kriege ich jetzt noch. Oh, ich kriege was zu trinken. Dankeschön. Ich kam mir vor, wie so auf dem Bau hier oben, weißt du? Das kann man doch so lassen, oder? Lisa, ich zeig dir gleich was Tolles. Also wenn es keine fertige Treppe ist zu meinem Haus hoch, dann will ich es nicht. Das ist das Einzige, was ich noch will hier. Gummibärenbande. Der Arion, weg hier! Treppenzoll. Jeder, der meine Treppe benutzt, muss Treppenzoll leisten. Naja, ich kill jetzt erstmal den Karno davon. Ich hoffe, das ist jetzt kein Alpha-Karno. Ich hoffe, ich krieg den gekillt. Uff, das sieht ja gar nicht so gut aus. Das ist ein Alpha-Karno und ich sehe das nicht, ne? Aber ich dachte, mein Wolf kriegt den, aber nein, kriegt er nicht. Gut. Tschüss. Achtung, Alpha-Karno. Das ist ein Alpha? Ja gut, jetzt weiß ich auch, warum ich den nicht killen konnte. So. Dann dazwischen. Jetzt kann ich das Ceiling wegmachen und bis oben durchbauen. Nö, doch nicht. Oh mein Gott, ich bin oben. Ich hab's geschafft. Da ist meine Foundation. Yes. Ich bin oben. Hier sind meine Fackeln. Und mein Fundament. Ich hab's geschafft. Okay, so jetzt kommt man hier rüber und jetzt mache ich hier noch so ein Ding hin. Dann ist es zumindest erstmal so, dass man entspannt hier hin und her laufen kann. Genau. Ohne Movement Speed rumrennen ist super. Aha.
Deswegen bin ich und mein Fjordrock auch beste Freunde. Ach ja, Fjordrock gibt's ja. Wenn ich irgendein Vieh sehe, ja, und ich komme da nicht weggerannt, dann wird mein Fjordrock schon alles nach Hause. So, Bates, ich brauch Fleisch. Raw Meat, Spark Powder und Fiber. Hab ich? Warte, was brauch ich noch? Hab ich auch. Ich werde da sterben. So, mach ich mal 15 Bates. Wuhuhu, tschu. Och, ist das schön. Jetzt die falsche mal auf die falsche Taste gelegt, ne? Tot. So, das ist nicht. Ich würde nichts sagen, aber vielleicht habe ich das gestern hingekriegt. Ja, traue ich dir zu. Killersensel stehen schon wieder hier. Ich muss hier wirklich eine Mautstation hinstellen. Weißt du, das dauert irgendjemand meine Treppe benutzt jetzt? So, ich gucke jetzt mal, ob das, was ich für das Markthaus halte, das ist. Wo Mickey meinte, da ist eine Tafel mit den Regeln. Let's go. Nö, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Hey, sieht übel schön aus. Was ist denn das hier? Kann man hier trinken? Trinkwater. Ein Traum. Also, warum er das gebaut hat, Props. Alter, was brauche ich dafür alles? Oh mein Gott, ist das schön. So ein Haus will ich auch bauen. Okay, dann zeige ich mal lieber nicht mein Haus. Ach, boah, ist das nice geworden. Das ist so ein Standard hier Island Beach Bob Haus. Aber hier steht doch dran Stadthaus. Das ist das, was Mickey gemeint hat, wo die Regeln drin stehen. Aber Mickey, also hast du das gebaut? Das ist mega, mega nice. Das Haus, ja, hat es geschrieben, hat es 3 Stunden lang gebaut. Im Creative vor dem Serverstart. Ja, ey, richtig, richtig hübsch, wirklich. Aber jetzt habe ich so eine Ahnung, wie das aussehen kann mit den Teilen, ja. Okay, hier stehen die Regeln. Ich komme die Treppe nicht hoch. Ey, wo kommst du denn rein? Fertz. Oh, Regeln, ja, siehst du? So, kein PvP. Ich höre zu. Kein PvP, Raiden, Griefen in der Stadt, ist klar. In der Stadt wird ästhetisch gebaut. Wir gucken jetzt mal nicht an, wie das aussieht von der Seite. Das hässlichste Bauwerk aller Zeiten, Meine Treppe! Gut, das ist meine Treppe. Ich sag ja, hier wird noch überarbeitet. Fabrikator sowie alles darin gecraftete ist verboten. Also Metallstrukturen sind nicht erlaubt. Turrets jeglicher Art sind überall verboten. Foundation Spamming ist verboten. Leichtes Roleplay ist willkommen. Okay. Und außerhalb der Mauer gelten keine Regeln. Und das Gute ist, ich weiß immer, wo ich wohne, weil ich einfach A, meine Treppe schon von weitem sehe. Und B, direkt an dieser Statue. Das wird richtig cool, glaube ich. Also ästhetisch wird gebaut, ja? Ja, ja. Aber ich bin außerhalb der Mauer und ich darf auch Scheiß bauen. Das ist richtig. Aber hier, ne? Killer-Sensei, da ist auch noch Optimierungsbedarf bei seiner Hütte. Ich gucke jetzt das erste Mal raus. Mal gucken. Barbie-Prinzessin-Schloss. Ja, Mickey hat Barbie-Prinzessin-Schloss hingestellt. Der guckt bestimmt jeden Tag diese Barbie-Prinzessinnen-Filme so am Nachmittag. Da hat er sich halt inspirieren lassen von. Lass mal die Treppe in Ruhe jetzt. Die hat auch Gefühle. Ja. Was? Hast du Scheiße gemacht? Oh, ich sehe es gerade. Ja, okay, schade. Und wenn du jetzt nicht möchtest, dass ich auch noch in ein Loch aus Trauer falle, dann lass mir auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dankeschön. Isa! Ja, was ist daran lustig? Der Treppengott hat entschieden, ja. Hier ist aber ein Feuer schon drin von Killer Sensei. Also bin ich ja wohl nicht der Erste, der hier reingefallen ist. Max ist gestern auch reingefallen. Ernsthaft? Ja. Und wie hat er den Tame wieder rausgekriegt? Ich weiß es nicht. Er hat wahrscheinlich einen Kryopod dabei gehabt. Das ist jetzt schon belastend. Ich meine, ich habe Gott sei Dank ein Craftingsgeschenk gekriegt. Sonst würde auch ich noch hier mit drin stecken, aber. Ja. Tja, jetzt bin ich mir unsicher. Naja, also ich habe keinen Kryopod. Das heißt, mein Wolf bleibt da erstmal drin. Mies, richtig. Naja, hier sind auch die gelockten Türen, die auch nicht entlockt sind. Alter, was ist das? Man kommt hier auf diese riesige Mauer drauf. Hier ist eine Leiter. Oh mein Gott, wie cool. Ich stehe auf der Mauer oben drauf. Hier sind alles Ammo-Boxen. Wie viel Öl brauche ich denn? Ich springe jetzt mal hier runter. Ich weiß ja nicht, ob der einen Sattel braucht. Eigentlich brauchen selber einen Sattel. Ja. Ich schieße jetzt mal den Bait darüber. Jetzt auch nochmal runter. Aber der... Oh mein Gott, ich habe ja gar kein Movement. Ne? Ich bin jetzt hier gerade übel motiviert, dort runtergesprungen zu dem.
Und wieder vergessen, dass ich ja gar keinen Movement Speed habe. Ja, das Milodon hat mein Dingens gefressen. Ist nicht lang. Ja. Oh. Der ist zu 76% gezähmt mit dem einen Ding. Kann ich da jetzt rangehen und den passiv füttern? Eigentlich war das so, dass wenn die so und so viel sind, wenn nicht, bin ich jetzt tot. Ist er jetzt freundlich? Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Ach komm. Och, Skorpion. Nein! K-Modus. Frisst der Smilodon? Vielleicht kommt, wenn er aggressiv ist, nicht. Jetzt habe ich noch den Nachladebug, ne? Hier ist noch einer! Nein, bitte nicht, hasst mich doch. Ach du Scheiße. Oh, Opsi brauche ich. Hier rüber. Hier ist auch ein Sleeping Bag schon von irgendjemand. Okay, ich habe den eingezähmt. Komm, töte den da. Und jetzt kriege ich aber den anderen doch bestimmt auch noch. Ach, da ist noch einer. Wie viele sind hier denn? Verteidige dich. Nicht du, Delta. Los, kill ihn. Leider kein Sattel. Los schon. Uff, der ist schon überblutig. Oh Gott, ich dachte, da kommt was von hinten aus. War nur ein Fiomia. Ja, er braucht einen Sattel. Komm schon, iss. Warum frisst denn der da drüben nicht? Jetzt. Ich pflastere meinen Weg mit Fleisch. Das ist für den letzten Mal auch so gemacht. Wenn irgendwas anderes vorbeikommt, zähmst du das höchstwahrscheinlich auch mit und dann ist gut. Oh ja. Der ist 96% gezähmt. Ich hab einen. Ich hab irgendwas anderes gezähmt. Okay, du kommst mit. Und den Skorpion da drüben habe ich auch gezähmt. Also ich habe jetzt zwei Saber, die wir nicht selber heißen, und einen Skorpion gezähmt. Okay. Die Biber haben mich verkloppt. Jetzt mal kurz gucken. Das ist ein Männchen. Ich habe zwei Männchen gefangen, leider nur. Aber einer ist 135 gewesen und der ist echt gut. Gibt es da einen besonderen Smilodon-Sattel dann? Bestimmt, ha? Ich habe auch gar keine Smitty stehen. Fällt mir jetzt gerade auf. Smitty? Habe ich nicht. Und eine Tech-Transmitter habe ich auch nicht. Was? Warum nicht das? Eins, zwei. Und gibt's für Skorpione eigentlich einen Sattel? Sattel angespuckt werden. So. Überladen sein. Auch der, ich weiß nicht. Ja, gut, der ist halt nicht imprinted und so, ne? Ich muss jetzt erstmal Babys machen, aber so war der jetzt nicht gerade viel Weight. Okay, also ich brauche jetzt eigentlich einen weiblichen von diesem Paleo-Viehzeugs. Von diesen Sabern, unbedingt. Dann kann ich mich Babys machen. Das ist jetzt das Ziel. Ob ich mein Ziel erreiche, das erfährst du dann leider erst im nächsten Video. Wenn du das nicht verpassen willst, denk auf jeden Fall ans Abo und über einen Daumen würde ich mich auch mega freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch.